So viel Windenergie hier im Land und so viel bleibt ungenutzt davon. Eine neue Möglichkeit, einen Teil der Energie direkt vor Ort sinnvoll abzuzapfen, könnten Hybridheizungen sein. Nach dem gleichen Prinzip wie Hybridautos. Die können sowohl mit Benzin als auch mit Elektroenergie fahren und die Heizung funktioniert entsprechend mit Strom oder Öl. Im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog ist heute ein Modellprojekt gestartet. 13 Haushalte haben Hybridheizungen erhalten. Der Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog. 70 Häuser stehen hier, manche mehr als 700 Meter auseinander. Zu weit, um sie mit einem Fernwärmenetz zu versorgen. Deswegen besitzen die meisten Bewohner eine Ölheizung. Auch er hat in der Scheune seinen Öltank, aber seit neuestem ist die Heizung von Hans-Detle Feddersen eine Hybridheizung. Ein Warmwasserspeicher hat eigentlich jeder mit einer Ölheizung, bloß meistens der irgendwo versteckt, hat dann 100 oder 150 Liter. Hier haben wir 600 Liter. Nicht, weil wir so viel Kaffee trinken oder so viel duschen wollen, sondern um, und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, um den Tauchsieder, das ist eigentlich das Herzstück, um den dann auch entsprechend lange arbeiten zu lassen. Und zwar haben wir hier an dieser Stelle die Möglichkeit, dieses warme Wasser nicht ausschließlich über das Heizöl entsprechend zu erwärmen, sondern eben auch elektrisch. Und zwar nur dann, wenn der Strom abgeregelt werden muss, weil aus den erneuerbaren Energien hier so viel produziert wird, dass es dann über die Autobahn nicht abtransportiert werden kann. Im Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog produzieren Bürgerwindparks Strom. 60 Megawatt installierte Leistung. Im vergangenen Jahr konnte aber ein Viertel des möglichen Ökostroms nicht genutzt werden, denn ist der Wind zu stark, schalten sich die Turbinen ab. In dem Moment kommt bei uns ein Impuls an, hier über die Fernsteuerung und sagt, jetzt, wo wir keinem anderen irgendwie Strom wegnehmen und es definitiv nur grüner Strom ist, jetzt springt dieser Tauchsieder an und erwärmt das Wasser und ergänzt in dem Moment dann letztendlich die Ölheizung. Heißt, obwohl die Leitungen dicht sind, können die Windmühlen weiter produzieren und ihren Strom so direkt in die Häuser der Koog-Bewohner liefern. Gesponsert wird das Projekt unter anderem, und das klingt überraschend, von der Lobby der Ölindustrie. Sie hat pro Heizung bis zu 9.500 Euro dazugegeben. Auch die Mineralölwirtschaft hat sich verpflichtet, auf die Erreichung der Klimaschutzziele hinzuarbeiten. Und wir stellen uns diesen Weg ganz grob in drei Schritten vor oder in drei Etappen. Und zu diesen drei Etappen zählt eben, dass man durch Effizienzsteigerung, aber auch durch die Hybridisierung, wie hier eben durch das zusätzliche Einbinden ansonsten abgeregelten Windstroms und eben auch durch Weiterentwicklung beim Brennstoff selbst die CO2-Emissionen reduziert. Und das gehört für uns dazu. Da Strom allerdings deutlich teurer ist als Öl, übernehmen die Gemeinde und die Windparkbetreiber für ein Jahr die Mehrkosten, die auf die Besitzer der neuen Heizung zukommen. Zeigen, dass es technisch möglich ist, abgeregelten Strom sinnvoll zu verwenden, das ist das Ziel des Modellprojektes. Jetzt sei der Gesetzgeber gefragt, diesen grünen Strom von Umlagen zu befreien und somit günstiger und attraktiv für noch mehr Menschen zu machen.